In der zweiten Aufgabe geht es um die Frage, wie viele Termbewertungen sind denn nun nötig, um zu zeigen, dass zwei Terme äquivalent sind. Das ist ein kleines bisschen eine Fangfrage, wie wir auch im Unterricht gesehen haben. Äquivalente Terme bedeutet, also zum Beispiel hier, wenn ich so eine Termäquivalenz schreibe, dass diese beiden immer den gleichen Wert haben, egal was ich für x einsetze. Ja? Also das sind ja eigentlich unendlich viele Möglichkeiten, also unendlich viele Termbewertungen. Und ja, ich kann ja schlecht alle durchprobieren. Das heißt, allein mit Termbewertungen kann ich nicht zeigen, dass zwei Terme äquivalent sind. Ich muss allgemein argumentieren. Hingegen reicht auch nur ein einziges Gegenbeispiel, um zu zeigen, dass zwei Terme nicht äquivalent sind. Ganz kurz zur Erinnerung hier. Eine Gleichung, zum Beispiel von dieser hier, die ist nicht immer gleich, ja, sondern der ganze Witz einer Gleichung ist zu wissen, ja, was ist denn nun x, damit diese beiden gleich sind. Längst nicht jeder mögliche Wert von x macht diese beiden gleich, sondern die Herausforderung ist herauszufinden, welche das denn nun sind, und die meisten werden es nicht sein. Ja? Und um diesen Unterschied zwischen diesen beiden Gleichheitszeichen zu unterstreichen, schreiben wir manchmal ein kleines Ausrufezeichen über dem Gleichheitszeichen einer echten Gleichung, weil das hier eine Forderung ist.